zu heiß, Gesundheitsamt gibt diese wichtigen Hitzetipps. Heiße Tage und Tropennächte machen dem Organismus zu schaffen. Da dies nicht immer ungefährlich ist, gibt das Gesundheitsamt Köln wertvolle Tipps zum Umgang mit Hitze. So sind Schwitzen, Mattigkeit und Kreislaufschwäche die unerwünschten Nebenwirkungen hoher Temperaturen. Besonders sensibel reagieren chronisch Kranke, Demenzkranke, Ältere, Pflegebedürftige, kleine Kinder und Babys. Bei den hohen Temperaturen sollte man regelmäßig und ausreichend trinken. Gute Durstlöscher sind Wasser, ungesüßte Tees oder Saftschorlen. Auf koffeinhaltige Getränke wie Kaffee oder schwarzen Tee sollte wegen ihrer aufputschenden Wirkung verzichtet werden. Ärzte empfehlen, mindestens 1,5 Liter über den Tag verteilt an Getränken zu sich zu nehmen. Zudem sollten körperliche Aktivitäten und Anstrengungen möglichst vermieden werden. Warnzeichen wie heftige Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden, Übelkeit, ein ungewohntes Unruhegefühl, trockene Haut und Lippen sollten ernst genommen werden.